Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss gerade hier unser Reisglas auffüllen. Ihr wisst, wir wollten gefüllte Paprika machen und wir hatten nicht genug Reis. Und jetzt hat Bernd Reis mitgebracht, endlich wieder. Das heißt, da haben wir erstmal keinen Mangel mehr. So, wartet. Die Maus schläft. Die hat, glaube ich, immer noch die Schlafkrankheit. Die hat sie ja schon seit 2 Tagen. Bernd ist zur Arbeit und Calvino ist hier unten, macht Homeschooling. Gestern hatte er zum ersten Mal Schule gehabt, wieder seit 3 Monaten. Wie war es, Calvino? Wie war die Schule gestern zum ersten Mal seit 3 Monaten? Okay. Nur mit den Masken ist es halt sehr doof, denn... Also früher durften die ja so eine Stoffmaske tragen. Und da habe ich eben diese hier ja bestellt, die ich auch hatte. So eine Stoffmaske, so ein Halstuch und an den Ohren kann man das befestigen. Ach, jetzt hat er sich hier wieder verheddert. So. Und die hatte er gestern auch auf und hat die Lehrerin gesagt, das geht nicht, er muss eine medizinische Maske tragen. Und ja, hat ihm dann eine gegeben. Und ich hatte immer gedacht, die medizinischen Masken sind so dicker als diese normalen blauen Masken, die wir haben. Wo habe ich die denn jetzt? Irgendwo. Da haben wir noch. Hier. Die. Ich dachte nicht, dass das medizinische Masken sind. Das sind medizinische, Calvino. Ja. Ja. Ich dachte halt, die sind viel dicker, diese medizinischen. Sind die auch. Sind die auch? Ja. Du hast, als die Stoffmaske, die ich immer... Ja, ich weiß, aber ich dachte, die Lehrerin, die ihr gestern gegeben hat, dass sie noch dicker ist als diese hier. Ja. Ist sie dicker als diese? Ja, ich glaube schon. Ja? Das war dieselbe in komplett weiß. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Dann nimm die morgen mit, wenn du wieder Schule hast. Ich gebe dir welche, dass du wechseln kannst. Ja? So. Und wenn die nicht reichen... Wann soll ich denn wechseln? Weiß ich nicht, alle 2 Schulstunden oder so? Wenn du dich unwohl fühlst. Nein, wie soll ich denn wechseln? Ich kann ja nicht mal eben so die Maske wechseln. Gehst du auf Toilette? Oder sagst der Lehrerin, ich muss mal eben meine Maske wechseln. Das wird ja womöglich sein. Gut. Die kann man ja nicht den ganzen Tag, du hast morgen wieder 9 Stunden, da kannst du ja nicht den ganzen Tag dieselbe Maske tragen. Mhm. Ne? Das müssen die ja zulassen, würde ich mal behaupten. Oder? So. So, dann hier. Ach, den Reis. Wäsche habe ich auch schon an und schon gefalten. Das muss nach oben eingeräumt werden. Und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Ja. So. Ach, jetzt ist das so dunkel, ne? Ich mache hier gerade die Action Cam fertig für Calvino, weil der wollte die mitnehmen zu diesem Pump Track Halfpipe Ding, wo er mit dem BMX immer fährt. Er wollte sich keine Halfpipes zum letzten Mal. Nein, okay. Nein. Er wollte sich die auf den Helm machen und filmen, wenn das alles funktioniert. Das versuche ich halt gerade hier irgendwie hinzubekommen. Gelle? Mhm. So. Wow. Mama, ich bin stolz auf mich selber. Mal gucken, ob es hält. Jetzt müssen wir das da dran machen. So. Und dann muss ich hier noch irgendwie so eine Schraube durchmachen, die hoffentlich hier ist.
das jetzt geht, dann war das einfacher, als ich befürchtet habe. Ich dachte, oh mein Gott, das funktioniert nicht. So, die ist fest, Kalle. Jetzt kannst du hier halt vor- und zurückschwenken. Ja, kannst du ja nachher hinfahren. Und dann, wenn du den Helm aufsetzt, tada! Das ist doch cool, oder? Ja. Yay! Guck mal, der passt mir sogar. Kann ich den ganzen Tag für euch hier vloggen? Muss ich den ganzen Tag den Helm tragen? Was machen Sie denn da? Ich trage den Helm, ich muss vloggen. Das ist bestimmt voll witzig. Darf ich dann ein Video hier einblenden, ja? Von deinem. Ja, wenn du nicht alles einblendest. Du musst die halt nur abnehmen zum Anmachen. Weißt du, wie ich meine? Den Helm abnehmen. Und zum Anmachen kann ich doch einfach so drauf drücken. Ja, kannst du auch. Musst du das halt üben. Dass du weißt, welcher Knopf welcher ist. Ja, ich weiß schon, welcher Knopf welcher ist. Okay. Ja, super. Calvino und ich haben uns dazu entschlossen, dass wir den Rest vom gestrigen Bohneneintopf morgen essen. Und heute mache ich eine Lasagne, weil wir so viel Bolognese-Soße noch übrig haben. Hier. Das ist, glaube ich, auch Bolognese. Stellen wir mal hin. Das ist Bolognese. Genau, Mandelmilch. Ne, mit Sahne mache ich dann die Bechamel. So, dann brauche ich diese Nudelplatten. Wo habe ich die? Ich glaube, die sind im HWR, im Schwerlastregal. Gucken wir mal. Hier hatten wir zumindest ganz viel Lasagne. Ja, ich sehe sie schon. Die müsste gemischt sein. Genau, Spinat und normal. Yay! Achso, kann ich die Sahne auch direkt mitbringen? Zweimal unsere Schlagfix-Sahne. Warum das nicht fokussiert? Jedenfalls Schlagfix, universelle Schlagcreme. Damit machen wir die Bechamel. Tante Tina, was ist das? Nee, gar nicht. Okay, Anfrage, das Informationsmaterial über den Münden am Main. Sehr gerne, Herr Beklinski, bedanken für Ihre Anfrage nach touristischen Unterlagen. Hä? Ich habe den Münden A schon Unterlagen gekriegt. Schriftlich, also per Post. Ja, per Post. Und von wem? Wer ist der Absender? Touristikinformation, Scherenberg, Münden am Main. Oder, ach, dann ist das hier nicht wegen Centerparks, was wir buchen wollten? Nein, ja. Das ist 97737, das ist unten da irgendwo in Bayern. Okay, ja, keine Ahnung. Aber mit Name richtig, Adresse richtig, ja, keine Ahnung. Ja, Sachenstraße halt, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Sachen gibt's. Ruf doch mal da an. Aber ja, ich wollte dich erst fragen, ob da ein Zuschauer irgendwas gemacht hat. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Ja, oder Fahrradfahren, Bergsteigen, Eventkalender 21. Ist ja richtig was für uns. Mit Fahrradfahren und Bergsteigen. Ja, da war ein Traumhaus, die dritten Schuss haben. Ja. Oder wie du überhaupt an die Daten gekommen bist. Ja, ruf mal an. Jawohl. Ja? Habe ich dir geschickt einen Link zum Mediamarkt für Termin. Ja, was sagst du denn? Du weißt ja. Was? Was brauchen wir denn vom Mediamarkt? Brauchen gar nichts. Guck mal, sie hier. Sie will hopsen. Brauchen gar nichts. Aber hätten wir gerne ein Handy. Ich krieg doch immer ihren Kopf ein bisschen zu sehen. Ja, klar. Sie bewegt, guckt ja alles, was sich bewegt, gerne an, weil interessant. Nudelplatten. So, genau. Nudelplatten, Lasagne. Das kann ich weiter schichten. Murphy. Hm? Willst du auch kommt mal gucken? Bolognese, wovon ja, wir mehr als genug haben. So. Hm? Bitte. Ja, du kriegst jetzt auch Essen, ne? Du Maus. Da sind wir. Manu. Wie ist die Nummer?
Nadine. Hallo Nadine, das Murphy grüßt dich. Die Walla grüßt auch die Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Die Michaela grüßt auch die Nadine. Und wer soll die Nadine am meisten grüßen? Der Bernd. Der Bernd. Herr Bernd. Der Herr Bernd. Genau, der Bernd heißt nämlich auf Instagram der Herr Bernd. Bei meinem Spiel steht bei mir in der Info heute irgendeiner Herr Bernd reingeschrieben. Ja. Ich da schon kennen. Ja. Wir gucken gerade nach Autos hier, oder Bernd hat geguckt nach Autos. Oh, willst du mal zum Papa? Achtung, hier kommt die Morla geschossen. Tschu! Oh, wie er jetzt geguckt hat. Smurfy. Oh, Papa. Calvino ist auch da, der ist aber hinter der Kamera. Kalle, komm mal rein und wink mal mit deine Fans. Und der guckt Formel 1, das ist das, was ihr hört im Hintergrund. Tada, wie chillt die Morla. Die Morla, ich habe ja jetzt in einem Video gesagt, dass ich die Murmel nenne. Also versucht Murmel zu nennen, weil Morla schimpfen so viele. Und dann haben welche gesagt, ist doch euer Ding, wie ihr die nennt. Ne? Müsste jeder selber wissen, wer seine Kinder nennt. Ne? Genau. Morla. Morla Popoala. Nicht die Morla, Anne. Anne Füße. Anne Murmel küssen. Anne Füße will er, ne? Ja. Die riecht so gut nach Baby. Ja, ist ja gut, ich kein Baby mehr, sagt sie. Etty. Ja, und ich hole mal mein Käffchen. Damit wir schön wach bleiben, gab es einen Kaffee. So, unsere Stifte sind da, die Magnetstifte für unseren Kühlschrank-Magneten-Wochenplan. Und ich wollte den jetzt mal testen. Der ist halt auch mit Magnet und ein Schwämmchen direkt dabei. Wir testen das jetzt mal zusammen. So, dann gucke ich hier, was muss ich denn jetzt schreiben? Wir haben heute Dienstag, dann gibt es morgen gefüllte Paprika, die wir ja nicht gemacht haben. Morgen gibt es Bohnentopf. Bohnentopf. Und ich finde das total cool, dass man das halt dann immer wieder wegmachen kann, was ich gleich ausprobiere. Also was ich hoffe, dass das funktioniert, sonst wäre es doof. Dann gibt es Spargel, Kartoffel. Ich fülle das mal aus und zeige euch das gleich. So, ich habe das jetzt mal weitestgehend hier ausgefüllt und mit euch versuche ich jetzt was wegzumachen. Test, Test. Oh ja, es funktioniert. Super. Das ist ja echt gut, weil wie oft hat man das schon gehabt, dass man dann was durchstreichen musste. Und das hat mich immer gestört. Ja, restlos weg. Yay, super. Genau, weil das halt ändert sich manchmal dann doch bei uns. Zum Beispiel konnte ich jetzt die gefüllten Paprika nicht machen. Und dann konnte ich das jetzt einfach halt, oder könnte ich das einfach wegmachen. Yay, super. Und To-Dos trage ich jetzt noch nicht ein, weil... Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich die Fenster putzen, aber ich habe keine Lust, deswegen trage ich es nicht ein. Ich bereite jetzt das Abendessen vor und es gibt also Brote und sowas mit was auch immer man alles drauf haben möchte. Und dazu mache ich noch eine Buchstabensuppe und die pimpe ich ein bisschen mit Erbsen. Und Smurfy, das ist Klimper, was ihr hört, der spült die... Lasagne auf Laufform. Die ist so ein bisschen übergelaufen beim Backen. Und der Smurfy macht die rundum sauber. Das ist sein Hobby. Spülmaschine spielen. Einmal unsere Suppe. Die darf jetzt noch ganz langsam vor sich hin kochen. Und ich zeige euch, was ich gedeckt habe. Paprika. So verschiedene Aufschnitte. Dann haben wir Oliven, Peperoni gefüllt mit Frischkäse, also Antipasti, Paprika habe ich hingestellt. Und für Calvino ist nicht gedeckt, denn der bekommt, das zeige ich euch hier, das ist schon hier drin,
Sieht man's? Ich weiß es nicht. Es sind Tortellinis mit Bolognese-Soße und Käse. So, meine Lieben. Und ich würde den Vlog jetzt hier beenden. Zack. Denn ich bin richtig platt und ich möchte den Abend mit meiner Familie genießen ohne Vlog. Die Maus, die wacht gleich bestimmt auf zum Abendessen und darf auch dran teilhaben. Also ohne Essen einfach dabei sein. Ich glaube nicht, dass sie das verschläft. Wir schauen mal, lassen wir uns überraschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Ciao.